Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Heute wieder mit dabei der Tobias vom YouTube-Kanal IUM. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gern. Also wir haben ja schon so viele Interviews oder Gespräche miteinander hier gehabt auf YouTube. Freue ich mich, dich heute wieder hier zu haben. Ja, unsere Themen waren immer schleimfreie Heilkost, ne? Ernährung, Fasten. Auch mal Minimalismus, so beim Schlafen, da hat es mich auch mal inspiriert vor ein paar Jahren. Und heute haben wir auch ein interessantes Thema, nämlich die emotionale Entgiftung. Unser Thema und unsere Themen sind ja eben auch Ernährungsumstellung, Entgiften, Fasten, Darmreinigung. Und viele denken dabei wahrscheinlich nur an die körperliche Entgiftung, an gewisse körperliche Symptome beim Entgiften und wie man dem entgegenwirken kann. Da haben wir auch verschiedene Videos dazu gemacht. Du auch vor allem hast da ganz viele interessante Informationen auf deinem Kanal, auch zur körperlichen Entgiftung. Und heute wollen wir uns das Thema emotionales Entgiften anschauen, was natürlich auch auftritt bei einer Ernährungsumstellung, beim Fasten, bei der Darmreinigung. Und da gebe ich gleich mal an dich ab, Tobias. Wie ist denn so diese emotionale Entgiftung mit der körperlichen Entgiftung, wie ist denn das miteinander verknüpft? Ja, genau. Also es ist ja wirklich so, dass viele noch nicht diese Erfahrung gemacht haben oder denken vielleicht, dass man stellt die Ernährung um und ja, dann fühlt man sich vielleicht besser. Es ist mit dem körperlichen Wohlbefinden verbunden, okay. Aber wie die Emotionen und wie man sich fühlt, wie gut es einem geht, dass das damit genauso einhergeht, das haben ja viele noch gar nicht so festgestellt, in dem Ausmaß auch. Und das ist aber eben ein ganz wichtiger Punkt und den habe ich halt auch gemerkt. Im Grunde ist diese Ernährungsumstellung das Schwierigste eigentlich dabei, die Emotionen dann zu verarbeiten, die dann hochkommen. Weil häufig kennt man es ja vielleicht selber, wenn man schlecht drauf ist, wenn man Liebeskummer hat, dann Schokolade und alles reingegessen. Oder wenn man eben schlecht drauf ist, beziehungsweise auch wenn man mal nichts zu essen hat. Dann fühlt man sich gleich, ja, ist man aggressiver, die Stimmung ist ganz anders und das merkt man eben sehr schnell. Und gerade wenn man, anfangs ist es häufig so, wenn man beginnt, den Körper zu reinigen und die Ernährung umzustellen, sich mehr zu bewegen, Körperübungen einbaut, dann fühlt man sich am Anfang häufig, ja, sehr gut, leichter, wohler. Aber nach ein paar Wochen, Monaten, wenn dann so die tiefere Entgiftung kommt, weil zu Beginn ist es häufig so, der Körper ist einfach erstmal entlastet, er ist froh, dass er besser funktionieren kann und dann, wenn er aber mal wieder Energie gesammelt hat, dann geht der Körper immer mehr in die Reinigung und dann kommt nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wenn man die Ernährung umgestellt hat, dann kommt eigentlich die starke Entgiftung und es ist wirklich wichtig, dass es einem bewusst ist. Genau, da kann man auch mal, wie Arnold Ehret empfiehlst du ja auch immer, das habe ich auch auf meiner Webseite und du ja auch, genau, die Schriften von ihm verlinkt, dass man sich da erstmal mit beschäftigt, wie die Entgiftung da abläuft. Und dann merkt man eben, ja, hey, da kommen emotionale Themen hoch. Und wir sind eben drauf gekommen, weil, ja, bei uns beiden, wir hatten neulich auch drüber geredet, kamen eben unglaublich viele Dinge jetzt im Laufe der Zeit hoch. Und Silke hatte eben auch nochmal erzählt, wie gerade jetzt, wo sie mit der schleimfreien Heilkost mehr gemacht hat, wie da noch wesentlich mehr solcher Themen hochkommen. Und es sind dann wirklich solche Sachen, solche Ängste, gewisse Launen, die man damals hatte, nicht verarbeiten konnte als Kind. Teilweise geht es ja sehr, sehr weit zurück. Und die können dann eben hochkommen. All das, was man damals nicht haben wollte, verdrängt hat und immer unterdrücken wollte, das kann dann nochmal hochkommen. Das können irgendwelche Kindheitserinnerungen sein, irgendwelche Ängste, wo man ja wirklich nicht verarbeitet hatte. Jo. Kannst du ja gerne mal berichten, was bei dir auch in letzter Zeit hochkam. Du hattest es ja auch neulich erzählt. Genau, also was ich aber noch dazu, was mir dann noch jetzt, während du gesprochen hast, eingefallen ist, ist nicht nur so die schleimfreie Heilkost, also dass man auch, also sehr einfache Kost ist, fettärmer, wirklich eine sehr einfache Mahlzeiten. Bei mir kommt ja auch noch dazu, dass ich seit Anfang 2018, also fast nur eine Mahlzeit am Tag esse. Also, dass ich mich nicht mehr mit Essen betäuben kann, so wie das viele auch machen, wenn sie Stress haben, wenn sie traurig sind, wenn sie wütend sind, wenn sie alleine sind. Viele kompensieren das dann mit Essen. Ne?
oder wenn irgendwelche Themen auch hochkommen, dann wird einfach gegessen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe dieses Tool, diese Möglichkeit gar nicht mehr, weil ich jetzt wirklich nur noch bewusst am Abend eine Mahlzeit esse. Also tagsüber brauche ich das auch nicht. Aber dann fällt mir dann auch auf, dass dann tagsüber eben viele Sachen hochkommen und dass ich mir dann eben andere Mechanismen überlegen muss, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Ich kann sie jetzt nicht einfach wegschieben, einfach irgendwas essen, um das zu unterdrücken, um mich zu betäuben. Also ich habe auch festgestellt, gerade früher auch mit Kochkost, gerade auch wenn ich erhitztes Getreide gegessen habe, auch vegane Kochkost, die hat mich betäubt. Das kann ich jetzt sagen aus meiner langjährigen Erfahrung, dass ich mich oft mit Essen betäubt habe. Mit Rohkost, gerade mit einer sehr einfachen Kost, ist das einfach nicht mehr möglich. Und wenn man auch so sonst keine, sage ich mal, Mittelchen konsumiert, die so ein bisschen das Bewusstsein beeinflussen oder so ein bisschen einen auch betäuben, diese Drogen, dann ist man immer ganz sehr stark auf sich zurückgeworfen. Also das geht manchmal ganz schön tief. Also ich hatte jetzt auch in diesem Jahr wirklich längere Phasen, wo es mir wirklich sehr an die Substanz gegangen ist, wo wirklich viele Dinge hochgekommen sind. Und ich bin ja oft, sage ich mal so, oder manche Dinge, da bin ich echt eine Verdrängungskünstlerin und schiebe die einfach weg. Und schiebe die so tief weg und denke, ich habe sie aufgelöst. Ne? Ich denke, ich habe das aufgearbeitet, aber jetzt merke ich, jetzt kommt es dieses Jahr mit einem Bumerang zurück. Das merke ich auch, weil du sagst, es geht auch teilweise sehr weit zurück. Also noch einige Themen aus meiner Kindheit, die ich mir immer wieder anschauen darf, wo ich mir auch Fragen stelle. Warum ist das so passiert? Warum ist das so gekommen? Und wie habe ich mich da gefühlt? Und klar, ich hatte, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video, als ich eine Parasitenkur gemacht habe, da sind auch so Emotionen hochgekommen, habe ich dann gesagt, auch in gewissen Umständen, gerade wenn man mal eine Not als Kind erfahren hat, was dann auch immer hilft, sozusagen, das war damals, jetzt bin ich in Sicherheit, ist alles gut. Ja, also dass man sich das Gefühl anschaut, die Angst auch zulässt, da nochmal reinfühlt, aber dass man einfach sich bewusst macht, das war damals, das ist vergangen. Diese Angst von damals muss nichts mehr mit heute zu tun haben, du bist heute sicher. Ne? Und dass man, aber die Angst einfach auch zulässt oder die Wut oder die Traurigkeit, dass man das wirklich auch zulässt. Das ist ganz wichtig, dass man diese Gefühle nochmal annimmt und die wollen auch gesehen werden. Das bringt nichts, das ist immer so, dass die Gefühle klein zu reden, die einen wirklich zu schaffen machen und diese Erlebnisse aus der Vergangenheit, das hilft nichts, die klein zu reden, die klein zu machen. Die Gefühle wollen wirklich angenommen, gesehen, auch nochmal gefühlt werden. Das ist halt auch ganz wichtig. Und dann ist es wichtig, Mechanismen zu entwickeln oder Strategien. Da gibt es ja viele verschiedene, jeder hat da andere Mechanismen, wie man das wirklich auflöst, längerfristig auflöst oder das Problem erstmal kleiner macht. Es kann ja auch sein, dass man wirklich an bestimmten Themen wirklich eine längere Zeit dran ist, aber dass man das Stück für Stück besser machen kann. Ne? Dass man Stück für Stück das eben auflöst. Das muss man sich wirklich bewusst sein, dass das auftreten kann. Vor allem, wenn man sich verstärkt mit dem Thema Entgiftung und Reinigung beschäftigt. Und bei dir, du hast ja auch, und ich weiß, dass wir uns in den letzten Jahren immer mal unterhalten haben, du bist ja auch schon viel eher in die Richtung ganz einfache Kost gegangen. Du hast ja nie großartig schwere, konzentrierte Gomero-Kost zubereitet. Soweit ich mich erinnern kann, hast du immer schon sehr einfach und sehr schlicht gegessen. Ja. Wahrscheinlich schon viel früher in diese Phase gerutscht, dass diese emotionale Entgiftung eben in Gang getrieben ist. Absolut. Also es ging wirklich, ja, am Anfang, wo ich in die Rohkost reingeschlittert bin, da kamen echt schon ziemlich viele Themen hoch. Und das können ganz banale Sachen sein aus der Kindheit. Eine Situation, die hochgekommen ist, war, wo ich einen Spaziergang gemacht hatte mit meinen Eltern und ich war halt so hinten dran und den ganzen Tag irgendwie rumgerannt, weiß gar nicht mehr, was war und ich wollte irgendwo einen Baum anschauen oder irgendwas machen. Und dann bin ich nicht mehr hinterhergekommen und meine Eltern haben gesagt, jetzt komm, ne? Und ich wollte aber nicht einfach in dem Moment. Und für mich war das so eine Situation, wo ich dann so, nein, ich will nicht. Und heulend stehen geblieben. Und das hat sich so eingebrannt und das ist auch irgendwann wieder hochgekommen. Ja, auch eine ganz banale Situation. Das war jetzt nicht irgendwie schlimm von meinen Eltern. Das ist ja immer ganz im eigenen Empfinden. Ja. Und es ging aber für mich wirklich
mit der Zeit auch an immer tiefere Sachen. Also es waren teilweise Sachen wirklich, die bis in die früheste Kindheit. Also ich war auch vom Beginn, also so mit 2, 3 Jahren viel im Krankenhaus, weil ich nur mit einer Niere geboren wurde. Und da war es eben genauso, dass ich da, irgendwann ist das auch wieder hochgekommen, es ist mehr so als Gefühl zurückgekommen, dieses Gefühl, du kannst dich nicht wehren eben auch als Kind. Du kannst die Situation gar nicht ändern und die Leute sind irgendwie am Überlegen, ständig irgendwie um dich rumrennen, stechen irgendwas in dich rein. Und als Kind ist es ja wie, ne, auch wenn es irgendwie für den Arzt nur eine kleine Nadel ist und das muss halt jetzt gemacht werden, weil das eben in der Vorstellung ist. Aber als Kind, du bist, ja, deine Schreie verstummen halt irgendwann. Weil du, ja, ich hatte auch recht wenig dann eben in meiner Kindheit, in meiner Jugend geweint. Und das war wie so verstopft, dieser Kanal. Und das kam dann auch immer mehr raus. Ich hatte einen Monat und es war sehr befreiend. Da habe ich wirklich 1,5 Monate oder so jeden Tag geweint. Also Weinen ist ja auch emotionale Entgiftung. Ja, und Weinen, ja, das kommt eigentlich auch immer, wenn man in einem Stadium ist von einer sehr intensiven Emotion. Wir kennen das ja häufig nur aus wegen Traurigkeit, wegen Frust, Ärger. Und damit habe ich es als Kind auch immer verbunden. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal irgendwie da habe ich Fernsehen geschaut und dann ist ein Skispringer, hat irgendwie einen ganz weiten Sprung gemacht und hat sich so gefreut, war irgendwie erster Platz und dann hat er geweint. Und ich so, hä, Mama, warum weint denn der? Das war für mich so, das war das erste Mal, dass ich irgendwie einen Mensch mal aus Freude weinen sehen habe. Aber eigentlich ist es immer so, wenn die Emotionen ein Stadium erreichen, auch vor Glück eben zu weinen. Und auch in diesem Zustand bin ich halt so oft dann dadurch gekommen. Und das war eben alles schon wieder weg, weil alles so abgestumpft war. Und ja, das war einfach so eine Befreiung. Das war wie wenn was wieder in Fluss kommt. Ja, und als Mann, als Junge hat man eh immer das Problem gehabt. Für mich persönlich war das halt im Kopf immer so drinnen, hey, ein echter Junge, ne? Ein richtiger Junge, der weint nicht. Sonst bist du kein richtiger Mann. Und dieses Ding war bei mir eben auch so drinnen. Und das hat sich immer mehr geklärt. Und all solche Sachen kommen dann eben hoch, dass man auch zu seinen Emotionen und Gefühlen auch stehen kann, auch als Mann. Und all diese Ängste kommen dann hoch. Also wie gesagt, solche Sachen sind vom Gefühl her bei mir hochgekommen, wie ich da im Krankenhaus war und so wehrlos. Und jetzt eben auch das, was du gesagt hast, sich da bewusst zu machen, hey, jetzt ist die Situation anders, jetzt bin ich hier nicht mehr im Krankenhaus, ich kann gehen, stehen, walten, wie ich möchte, ich muss mir nicht irgendwie eine Nadel irgendwo reinstechen lassen, ich muss mich nicht irgendwie festhalten lassen irgendwo, ich bin frei, kann gehen, wie ich möchte. Ja. Und was sind so deine Mechanismen noch? Machst du auch irgend sowas wie Atemübung, Meditation? Also was sind so deine, sag ich mal, Werkzeuge dafür, um mit dieser emotionalen Entwicklung besser umzugehen? Ja, also einmal ist es das, was du auch schon angesprochen hast. Dieses Anschauen ist eigentlich das Wichtigste. Wenn irgendwelche Themen hochkommen, was mir da auch immer hilft, ist Thich Nhat Hanh hat es gesagt, das ist ein buddhistischer Mönch, der hat ganz schöne Bücher, der hat unzählige Bücher veröffentlicht und er wendet immer diese kleine Methodik an, dass man sich bewusst macht in so einem Moment, wenn irgend solche Sachen hochkommen, dass das wie das Wetter ist. Heute ist halt ein Unwetter und es ziehen Wolken auf und man fühlt sich eben gerade schlecht, aber morgen scheint vielleicht wieder die Sonne. Vielleicht regnet es auch ein paar Tage. Vielleicht scheint dann wieder ein paar Wochen die Sonne. Aber es wäre eben schade, sich in einer Situation, wo einfach schlechtes Wetter ist, dann irgendwie eine Aktion zu bringen, wo man dann nachher wieder bereut. Irgendwas zu machen, was einen wieder bereut, einfach nur aus Frust oder aus diesem schlechten Wetter eben heraus. Und sich das in diesem Moment bewusst machen, hey, morgen scheint vielleicht wieder die Sonne, morgen ist alles wieder gut und heute ist es so. Ja, diesen Wechsel einfach sich bewusst machen und dann diese Emotion eben anzunehmen. Die nicht wegschieben, nicht verdrängen wollen, sondern einfach was auftaucht, da sein zu lassen.
Und ich halte eben auch nichts davon, was ich oft nämlich gesehen habe, dass viele immer wieder diese gleichen Dinge durcharbeiten und es nicht wirklich mehr vorankommen, weil ich halte nicht so viel davon, immer wieder in die Vergangenheit zu gehen, immer wieder da was anzuschauen. Das passiert dann ganz automatisch, wenn man sich weiterentwickelt und diese Emotionen zulässt und annimmt, dann kommen einfach solche Bilder hoch und man kann da vielleicht mal ein bisschen schauen, aber bei manchen artet es so aus wie in, ich sage immer so ein bisschen übertrieben, aber dieses, wie ein Schwein halt immer wieder im Dreck wälzen. Ne? Also immer wieder in dieses Gleiche reingehen und ja, sich da gar nicht den Druck zu machen, weil viele nehmen das dann als Vorwand so, oh, ich bin so, weil damals ist mir das passiert und mein Vater hat mich geschlagen oder dieses oder jenes. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Das kann man eben erkennen. Und sich dann nicht mehr abhängig machen von dem, was passiert ist, das einmal zulassen, das zu fühlen, wie man sich da gefühlt hat. Und dann kann es eben auch wieder gehen. Also es einfach anschauen, annehmen, fühlen. Klingt immer simpel und banal. Es ist eben auch ein Prozess, den man lernen muss und der wird immer besser. Es ist eben auch, wie wenn man ein Instrument lernt, wie wenn man Tennis spielen lernt. Es ist ein Prozess, den man eben lernt. Ja. Also mir hilft auch manchmal so Meditation dabei. Oder auch die Natur. Also im Wald kann ich solche Themen manchmal viel besser angehen, als wenn ich hier so in einer Großstadt bin. Wenn ich barfuß durch den Wald laufe oder irgendwie einen ruhigen Platz suche. Also in der Natur, im Wald, bin ich da immer mehr bei mir und habe das Gefühl, dass ich solche, die emotionale Entgiftung zeitweise besser bewältigen kann. Und was mir aber auch kürzlich, habe ich mir dann auch mal Hilfe geholt. Also es ist tatsächlich auch mal gut, sich Hilfe zu holen. Eigentlich war das nur ein Gespräch mit einer Freundin, die ist Life-Coach. Und die hat mir immer davon erzählt und dann, dass man mit mir so eine Sitzung machen will, damit ich mal gucken kann, wie das ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, können wir mal irgendwann machen. Und das war da gerade in so einer Phase, wo ich auch so ein Tief hatte. Und ich dachte, also guck einfach mal. Und dann haben wir 2-3 Stunden gesprochen. Und dann, was so faszinierend war, dass sie so einen objektiven Blick auf meine Situation und auf bestimmte Themen zu werfen. Und die hat dann wirklich so nochmal so einen ganz anderen Blick auf eine gewisse Situation geworfen. Und ich dachte, was? Und das ist mir gar nicht in dem Moment bewusst geworden. Ich habe das erstmal alles so aufgenommen und dann nach einer Woche ist bei mir der Knoten geplatzt. Dann habe ich mich einfach, was so ein Thema, was mich auch belastet aus meiner Kindheit, das hat auf einmal, hatte ich so eine Leichtigkeit. So, Wahnsinn. Es kam wirklich zeitverzögert. Und das hilft auch, wenn jemand anders mal drauf schaut und so ganz nüchtern und sachlich und objektiv wo einfach mal. Manchmal ist so ein Gedankenkarussell, ne? Du guckst die Sache an und drehst dich so im Karussell, so wie im Karussell und kommst da irgendwie gar nicht mehr selber raus. Und dann ist einer, der sagt, Moment mal, guck mal, das und das, du kannst es auch so und so sehen. Und dann denkst du, ja, stimmt eigentlich. Ja, und dann auf einmal fühlt sich das so befreit an. Und ich werde jetzt auch im September so eine Art Hypnose machen. Da wird mir so in Trance versetzt. Und da werde ich auch so 1-2 Themen angucken aus meiner Kindheit, die ich nicht so richtig einordnen kann, die ich noch nicht so richtig für mich selber auflösen kann. Und hoffe, dass ich mit Hilfe meines Unterbewusstseins da ja einfach mal reinschauen kann und das vielleicht so auflösen kann. Also den Weg gehe ich gerade. Das hat sich einfach so gefügt, so ergeben. Ich habe das nicht gesucht. Also sage ich mal so, meine Hilfe hat mich gefunden. So. Und dann nehme ich das auch einfach an, wenn es dazu kommt und bin dann auch sehr gespannt. Also manchmal ist es wirklich auch hilfreich, sich Hilfe von außen zu suchen, wenn man so einen anderen Blick oder andere Techniken, die man einfach auflösen kann. Ja, absolut. Also gerade wenn man so tief da drin steckt, ich finde da im Vergleich immer recht schön, wenn man sich das vorstellt, man ist in so einem Stau in der Großstadt, es geht nichts voran, du siehst nicht mal um die nächste Ecke, alle Autos stehen nur, du regst dich irgendwie auf, du bist da total drinnen und wenn du dann aber zum Flughafen fährst und du hebst du so langsam ab und es ist Nacht und du siehst so die Lichter von oben und schaut der Stau eigentlich ganz nett aus und in diese Beobachterrolle, da kommt man halt häufig auch viel besser rein, wenn man ja jemand Außenstehenden hat, also wirklich auch jemanden, der mal nicht in die Sache involviert ist,
keinen ja, aus der Familie, der dann auch wieder da irgendwelche Anhaftungen hat oder eben aus dem Verwandtenkreis, sondern eher einer, der wirklich mal so ganz neu sich die Situation anschaut. Ein Außenstehender, ja, das kann da wirklich sehr hilfreich sein. Wenn jemand dann von außen mal so einen Anstoß gibt, du kannst ja dann selber auch so denken. Wenn du einmal gemerkt hast, das hilft wirklich mal, die Perspektive zu wechseln. Das hilft. Du traust dir dann auch selber, so einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, was du dich vorher vielleicht gar nicht getraut hättest. Aber du merkst, okay, das hilft. Und ja, das ist halt auch ein Lernprozess, ne? Dass man sich dann auch zwar erstmal Hilfe holt, aber dann selber weiterhelfen kann. Also was ich auch gemerkt habe, im Grunde kann man sich an alles erinnern, aus seinem jetzigen Leben. Und ja, im Grunde alles, wo man sich nicht dran erinnert, ist eine Phase, wo man verdrängt hat, wo man damals vielleicht nicht bereit war, das zu verarbeiten. Und deshalb ist es erstmal beiseite geschoben. Aber ich habe echt gemerkt, dass es kommen so viele Bilder und die reichen sehr, sehr weit zurück, wie gesagt. Man kann man sich kaum vorstellen und ja, es kommt einfach alles hoch. Und dementsprechend ist es halt auch verbunden mit dem Körper. Also um nochmal zu einer anderen Möglichkeit eben zu kommen, nicht nur eben über die Ernährung kann man diese körperliche Reinigung einleiten, sondern gleichzeitig ja, über Meditation sowieso und auch eben über Körperübungen, das heißt jetzt auch Yoga oder andere Körperübungen, können sich auch solche Blockaden lösen. Und ich habe gemerkt, bei mir war auch besonders so im Halsbereich Blockaden, die Schultergürtel und dieses Aussprechen mal, zu dem zu stehen, was man macht und tut und gleichzeitig auch so im Hüftbereich. Also da sind oft auch diese Blockaden heutzutage. Und ich habe jetzt eben auch, wo ich gerade erst war ich in, ja, mit meiner Freundin, das war so ein Yoga-Zentrum an der Nordsee war das. Und da habe ich nochmal gemerkt, ey, es hat sich so total eine Blockade einfach gelöst. Die Haltung ist auch ganz anders dann geworden. Und das hatte ich schon öfter gerade beim Hals. Und danach waren dann wirklich solche Themen, wo ich vorher nie drüber reden konnte, mit einem guten Gefühl, mit einem freien Gefühl. Das heißt nicht, dass man über alles dann reden möchte, auch, aber es ist keine Anhaftung mehr dabei. Man kann über alles reden. Und da habe ich gemerkt, das ist, ja, es ist so rausgeflossen und es war danach einfach nicht mehr diese Blockade dabei da. Ich konnte dann frei über gewisse Themen reden, wo ich vorher immer rumgedruckst habe und immer so ein bisschen mich unwohl mitgefühlt habe, mich nicht richtig zeigen konnte vor Leuten oder im Verwandtenkreis oder egal wo. Und diese Themen, ja, fragen wir jetzt einfach leicht drüber zu reden und es ist einfach keine Anhaftung mehr dabei da. Ja, und die Sachen kann man eben auch, da muss man dann aber eben sehr vorsichtig sein, bei so Übungen kann man eben auch viel kaputt machen. Also da würde ich mir gezielt irgendwie Unterstützung holen oder mit ganz einfachen Übungen bei Körperübungen anfangen, wo wirklich nur mit dem eigenen Gewicht gearbeitet wird und nicht mit irgendwelchen, ja, nicht mit Druck. Und gerade wenn man das Körpergefühl noch nicht hat, muss man da sehr vorsichtig sein, weil sonst richtet man häufig mehr Schaden an, als dass es nutzt. So, und wenn du das selber dann auch merkst, du möchtest das angehen und da immer mehr ja, die Verarbeitung der Emotionen auch lernen, parallel zur Entgiftung, weil das eben eigentlich der ausschlaggebendste Punkt ist, auch bei der Ernährungsumstellung, bei Körperübungen. Und wenn man wieder zu einer dauerhaften, optimalen Gesundheit kommen möchte. Und ja, wenn du da selber Hilfe auch brauchst, dann können wir auch gerne mal schauen, wie das eben bei dir ausschaut, wo du da jetzt stehst und wo du hin möchtest. Könnt ihr einfach mal ganz unverbindlich eben telefonieren. Genau, Silke kann ja gerne mal den Link unten runterstellen. Und dann können wir einfach miteinander sprechen und schauen, wie es eben bei dir ausschaut. Okay, dann setze ich den Link zu einem kostenlosen Strategiegespräch mit Tobias unter dieses Video. Also das war jetzt die Thematik emotionales Entgiften. Ihr habt jetzt gehört, was ist überhaupt emotionales Entgiften? Was sind unsere Erfahrungen damit? Und wie gehen wir mit emotionaler Entgiftung um? Was sind unsere Strategien? Uns interessieren natürlich jetzt so eure Gedanken zu dieser Thematik, Erfahrungen.
Was haltet ihr von dieser Thematik emotionales Engagement? Wir sind sehr gespannt und ich schätze, Tobias wird auch mal mit in die Kommentare reinschauen, wenn das Video dann veröffentlicht ist. Und wir dann auch noch auf einige Fragen näher eingehen. Okay, ich danke dir ganz sehr, lieber Tobias. Ja, dir auch. Dass du uns hier noch einiges aus deinen, also teilhaben lässt an deinen persönlichen Erfahrungen zum Thema emotionales Engagement. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Definitiv. Ja. Ja. Dann wünschen wir den Zuschauern alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald. Tschüss.